Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Mittwoch, den 10. Frühling und heute hat der kleine Vincent Geburtstag. Heißt, wir gehen im Verlauf des Parts natürlich mit einem Geschenk bei ihm vorbei. Abgesehen davon möchte ich ganz gerne die Aufräum- und Umgestaltungsarbeiten auf dem Hof fortführen. Wir werden craften und gegebenenfalls gehen wir auch noch angeln. Wobei, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir das zeitlich schaffen, aber schauen wir mal. Wäre natürlich ganz schön, wenn wir heute am Ende des Tages mal nicht umkippen würden. Kleine Bonusaufgabe. So, was sagt denn der Wahrsager? Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Sehr schön! Außerdem läuft die Königin der Soßen, ist aber eine Wiederholung. Kürbiskuchen! Ja, kennen wir schon. Na denn, auf nach draußen! Guten Morgen, Annilein. Hallöchen. Oh. Ach Leute, ich freue mich so aufs Aufräumen. Das wird hier hinterher richtig schön aussehen. Also es sieht ja jetzt nicht schlecht aus, aber das wird noch besser. Versprochen. Es wird noch hübscher. Noch ordentlicher. So, bevor wir unsere Standardrunde drehen, füllen wir noch kurz die Öfen. Genau. Guten Morgen, Ishatnaha. Hast du gut geschlafen? Ja, ne? Natürlich. In der Höhle gibt's nix. Aber ich sehe gerade, die Bäume tragen Früchte. Heißt, Aprikosen und Kirschen sacken wir mal fix ein. Können wir später in die Einmachgefäße stopfen. So, wie geht's denn meinen Tieren? Hallöchen, ja guten Morgen. Ach, ihr seid so niedlich. Guten Morgen, guten Morgen. Habe ich alle erwischt? Jetzt habe ich alle erwischt, glaube ich. Heute kriegen wir auch Ziegenmilch, ne? Bin ich mir eigentlich sicher. Genau, sehr schön. Dankeschön, Dankeschön und Dankeschön. Eier bekommen wir natürlich auch ohne Ende. Hey, schon wieder so ein Schattenei. Wisst ihr was, das packen wir jetzt einfach mal in den Brutkasten. Oh, dann gibt's bald wieder Nachwuchs. So, bis morgen, meine Kleinen. Dankeschön für Eier und Milch. Kriegen wir noch Laich, Harz. Eine richtig fette Ausbeute heute. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, da ist einiges fertig. Jetzt haben wir hier Mais und Laich. Wieder diese komische Schattenmayonnaise oder wie die hieß. Ach, Inventar voll. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Arbeitet. Gut, den Laich packe ich hier noch rein, die Kirsche, die Milch und dann war es das hier erst einmal. Da sollten wir morgen ordentlich Knete kriegen. Den Müll könnte ich eigentlich auch verkaufen, ne? Ja, erstmal weg. Brauch erstmal Platz ohne Ende. Jo, wie sieht's im Gewächshaus aus? Komm schon, Kaffee. Oh, nice, tatsächlich. Sauber. Boah, bald ist hier alles voll mit Kaffee. Ist ja jetzt schon mehr oder weniger der Fall. Ach so, ich wollte ja immer Dünger benutzen, ne?
Moment, dann holen wir kurz Dünger. Soll ich das Zeug hier nehmen? Nee, Moment. Wir craften uns Dünger. Da, genau. Wir nehmen einfach diesen Standarddünger. Ich habe so viel Harz. Das muss ich einfach mal ein bisschen verwerten. Erstmal kommt hier überall Dünger hin. Er bleibt hier anscheinend auch über Nacht liegen. Selbst wenn man da nichts gepflanzt hat. So, das war's auch schon. Okidoki, dann gehen wir mal fix zu Vincent. Der würde sich über eine Schnecke freuen, laut Internet. Ja, dann soll er die haben. Ach, ich hatte noch eine Kaffeebohne. Ah, super, habe ich gerade übersehen. So, geht doch. Na dann, auf zu Vincent! Wo wohnt er denn? Im Süden der Stadt, ne? Ach, wenn wir eh schon in der Stadt sind, dann können wir auch noch kurz ein bisschen Gras kaufen. Also keine Sorge, nichts Illegales. Ach nee, wir haben ja Mittwoch. Hoho, wir haben ja Mittwoch. Ach, also Grasbüschel wollte ich kaufen. Ich glaube, die gibt's nicht beim Joja-Markt, ne? Hallöchen! Was hast du gesagt? Es ist schon 12.30 Uhr, meine Güte. Ich möchte einen neuen Song für meine Band schreiben, aber mir fällt nichts ein. Hey, worüber soll der neue Song handeln? Landwirtschaft, das Arbeiten in der Mine und Holzhacken. Finde ich gut. Eine Stadt im Meer, Züge, was immer du willst. Das wird sowieso ein furchtbarer Song. Boah, wie gemein. Wie fies. Ja komm, über Landwirtschaft. Hey, weißt du was? Das klingt perfekt, danke. Gerne, gerne. Ja, passt natürlich, ne? So, habt ihr Grasbüschel? Ah, doch, haben sie. Okay. Kauf mal richtig viele. Ja, ich will ja noch ein bisschen gestalten. Ich will den Hof noch ein bisschen verschönern, von daher. Brauche ich recht viel von dem Zeug. Jo, Vincent, wo bist du, mein kleiner Knubbel? Wir sind nicht die besten Freunde, aber vielleicht ändert sich das noch. Der wohnt doch hier, oder nicht? Oder ist der gerade in der Bücherei vielleicht? Ach, wo ist der Junge denn? Mensch, Mensch, Mensch. Sonst müssen wir abends nochmal wiederkommen. Ich habe halt echt keine Ahnung, wo der gerade rumtingelt. Oh, da ist er. Boah, gut geraten. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Dankeschön. Oh, wie goldig. Das hat ihn ganz glücklich gemacht. So, dann können wir auch schon zurück zum Hof. Ach, wobei, wisst ihr was? Wir nehmen mal eben Hartholz mit. Aus dem Secret Wald. Dann können wir da ja auch ein-, zweimal kurz angeln. Ich meine, 14.10 Uhr zeitlich ist es auf jeden Fall noch drin. Wie schon gesagt, wäre halt ganz schön, wenn wir heute mal nicht umkippen würden. Also dreimal in Folge wäre schon super peinlich. Oh, die Dickbauchvögel. Lange nicht gesehen. Alter Schwede, was ist denn hier los? Voll die Armee. Hallo, was ist denn los? Habt ihr Langeweile?
Die waren nur ein bisschen geknubbelt weiter vorne, glaube ich. So. Ja, okay, sagen wir mal, zwei Fische nehmen wir mit. Oder ich angel jetzt zweimal, aber... Wichtiger ist es mir wirklich, dass wir heute diese Aufräumarbeiten hinter uns bringen. So, Daumen drücken. Ach, ich habe gar kein Angelgerät dran, ne? Oh, ein Schatz. Oh, soll ich den Schatz noch mitnehmen? Okay, Risiko. Na los! Nice! Und? Hey, ein Waldspringer. Und Trommelwirbel. Oh, zweimal Jade. Nicht schlecht. Okay, noch ein Waldspringer. Gut, dann sind wir hier erst einmal fertig. Dann würde ich sagen, zurück zum Kolibrihof. Es wird auch Zeit. Ach, die Tage sind so kurz. Oh, sie zeichnet da, glaube ich, ne? Süß. Ein schönes Hobby. Fast so schön wie Let's Playen. So, wir wollen Kisten verschieben. Ich habe übrigens gelernt, nach dem Part erst, dass man die Kisten doch verschieben kann mit Inhalt. Und zwar, wenn man die ganze Zeit dagegen ballert. Hoppala, nicht so. Nee, so auch nicht. Nee, so auch nicht. Irgendwie konnte man das... Moment. Mit einem Gegenstand in der Hand. Ah, genau. Also wenn man die ganze Zeit dagegen drückt, dann kann man die verschieben, die Kiste. Aber das ist halt trotzdem super unkomfortabel. Also ich werde bei meiner Einräum-Ausräum-Taktik bleiben. Jo, was haben wir denn hier? Erstmal kommt das ganze Gemüsezeug darüber. Ja, das wird jetzt halt echt ein bisschen länger dauern, leider. Oh, können wir nicht ändern. Wie schon gesagt, also das Verschieben finde ich noch schlimmer. Das finde ich noch nerviger. Beziehungsweise den Inhalt dieser Kiste könnte ich ja schon mal nehmen, ne? Genau. Moment. Das ist ja quasi die wichtige Kiste. Oh, wir haben übrigens schon dreimal Stoff. Wir brauchen ja viermal Stoff für die Mühle. Die Kiste werde ich auch wieder gelb färben. Important Items. So, Moment. Dann nehme ich die Kiste. Die stelle ich hier oben hin. Da kommt das ganze Crafting-Gedöns rein. Die lasse ich jetzt auch braun. Also die werde ich jetzt nicht weiter kolorieren. So, die Entenfeder packe ich da vorne rein. Hier kommt die Werkzeugkiste hin. Beziehungsweise die Waffenkiste, was auch immer. Davon können wir auch später mal ein bisschen was verkaufen. In den nächsten Parts. Eigentlich brauchen wir den ganzen Kram nicht.
Also zumindest nicht alles. So, 19.10 Uhr, also zeitlich passt es auf jeden Fall heute. So, eine weitere grüne Kiste. Da kommen jetzt auch einfach mal die Blumen noch zusätzlich rein. Und dieser ganze Kram. Ja, wir können ja immer noch ein bisschen besser sortieren später. Hauptsache erstmal die Kisten verschieben. Das ist das Wichtigste. Also die sollen unbedingt rechts stehen. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. So, wieder zwei freie Kisten. Die Jade gehört da natürlich nicht rein. Es ist ein bisschen schwierig, hier den Überblick zu behalten. So, die war leer. Ach nein, natürlich nicht. Geh mal an diese Kiste. Die war leer und die war leer. So. Das wird auch eine grüne Kiste. Das hier bleibt die Saatkiste. Ich hellgrün. So, Dünger und Saat. Alles hier rein. Das auch. Harz kommt da nicht rein. Die Grasbündel könnten da rein. Ja. Das gehört da rein. Okay. Oh, bald sind wir fertig. Zumindest mit dieser Ecke. Aber ich habe noch mehr vor. So, der Dünger kommt hier rein. Dann mache ich erstmal diese Kiste hier leer. Vielleicht verkaufen wir auch so ein bisschen was. Wäre auch eine Option. Oh, okay, wir sind gleich bei der letzten Kiste angekommen. So, dann machen wir wieder so eine Random-Kiste. Kommt zum Beispiel sowas hier rein. Ja, die Zwergenschriftrollen, die verticken wir. Glasscherben kommen da meinetwegen jetzt rein. Ach, wobei, die kann ich auch verkaufen. Aber Tintenfischtinte. Ja, eigentlich gehören die Blumen auch da rein. Moment. Wo waren denn die Narzissen da? Boah, 20.50 Uhr. Ja, das dauert wirklich sehr, sehr lange hier zu sortieren. So, Aquamarin, keine Ahnung, weg damit, weg damit. Das können wir auch verkaufen, das. Den Flötenblock, den behalte ich. Treibholz kommt jetzt auch weg. Sashimi, na, behalte ich noch. So, was haben wir hier in der Kiste drin? Ach genau, da sind die ganzen Möbel und so. Kiste zieht auch mehr oder weniger 1:1 erstmal hier rüber. So, gleich geschafft. Keine Sorge, ihr habt's gleich hinter euch. Oh mein Gott, hat das lange gedauert. Okay, so, das kommt hier rein, das kommt hier rein, das verkaufen wir noch. Dann noch eine Kiste, die kommt nach oben.
Das wird eine weitere Fischkiste oder Angelkiste. Jetzt können wir endlich die Öfen hier verstellen. Beziehungsweise woanders hinstellen. Die möchte ich nämlich hier hinpacken. Genau. Dann kommt der ganze Kladderadatsch hier weg. Ah, oh, das wird so viel besser aussehen hinterher. Oder es sieht jetzt so viel besser aus. Viel ordentlicher als vorher. Eins, zwei, drei. Dann die Maschine daneben. Das daneben. Und das daneben. Oh mein Gott, das sieht viel besser aus als vorher. Oh, sehr schön. Ich bin zufrieden. So, 22.30 Uhr. Wir kraften noch ein paar Zäune. Vielleicht so 25 Einheiten. Dann brauche ich noch einen Boden. Oh, das sollte erst einmal reichen. Dann brauche ich eine Holzfeuerschale. Achso, wir haben gar keine Goldbarren für die Sprinkler. Moment. Okay. So, jetzt will ich nämlich hier vorne diese Sachen wegpacken. Oder wegräumen. Dann möchte ich hier einen Zaun ziehen. Ach, dann sieht das hier endlich mal vernünftig aus. Mann, Mann, Mann. Ja, ich glaube, mit dem Feld müssen wir morgen weitermachen. Also ich schaffe es jetzt nicht, die Sprinkler da unten noch hinzustellen. Oder doch, Sprinkler wäre schon noch okay, aber das würde ich schon noch schaffen. Aber ich schaffe es nicht mehr, noch zu gießen und einzupflanzen. Ja. Oh, das sieht so toll aus. Das sieht viel ordentlicher aus hier. Jetzt brauche ich einen Zaun. Nee, Quatsch, ein Tor. Genau, dann brauche ich noch den Gehweg. Ah, den will ich da hochziehen. So. Jetzt kann man hier lang. Dann kommt der Weg hier weg. Und diese ganzen Statuen, die möchte ich hier an den Weg stellen. Oh, das wird so cool aussehen. Oh, Leute, das wird so cool. Das wird so nice. Damit machen wir dann morgen weiter. Eine Sache werde ich aber noch tun. Und zwar, ich will die Bank da unten links hinstellen. Oh, 0.40 Uhr schon wieder. Oh, oh. Wieder ganz schön risky, was ich hier mache. So, die Bank will ich hier hinpacken. Das hier daneben. Oh, das sieht so schön aus. Alter Schwede. Und dann will ich hier noch Gras pflanzen. Ach, dann wird das richtig toll aussehen da unten. Oh, Leute, das sieht so klasse aus. Wie schon gesagt, also hier kommen dann die ganzen Statuen noch hin und ach, das wird klasse. So, jetzt gehen wir aber wirklich mal schlafen, damit wir nicht wieder umkippen. Was sagt denn der Wetterbericht? Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Na, das klingt doch fantastisch. Dann ab ins Bettchen. Das war der 10. Tag im Frühling, Jahr 2. Ja, 3835 G haben wir gemacht. Gold ohne Ende. Und so endet der Tag und der Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.